Hallo meine lieben Schützegeborenen, ich freue mich. Herzlich willkommen zu eurer Legung vom 1.12. bis zum 15.12. Woo! Die Energien sind heute etwas besser. Ich war in den Dezemberlegungen ja sehr direkt unterwegs. Meine Güte, da war ja einiges los bei euch. Meine Lieben, welche Karten ich nehme für eure Legung, findet ihr unten in der Infobox, okay? Und auch alle weiteren Informationen bezüglich der Legung findet ihr dort auch. So, was möchte ich noch sagen? Ach ja, meine Lieben, wir haben es jetzt in den nächsten Wochen mit mehr unlichten Energien zu tun. Ja, das hat was auch mit der Energieerhöhung zu tun. Es geht schon los. Gestern war Portaltag. Nein, das hat was mit der Energieerhöhung zu tun und es hat was mit den Mond- und mit den Sonnenfinsternissen zu tun. Das heißt also, nicht alles ist hier lichtvoll. Wir dürfen lernen, auch mit dem Unlichten klarzukommen. So, und ich habe natürlich, bin auch eine derjenigen, ja, die damit zu tun hat im Moment. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt, und das habe ich jetzt bis jetzt bei allen gesagt, meine Lieben, es gilt nur für die, die jetzt hier nicht meinen Kanal abonniert haben. Ich habe jetzt das dritte Mal unlichte Kommentare unter meinen Videos gehabt. Meine Lieben, egal bei welchem Sternzeichen und egal von welchem Sternzeichen du kommst und egal wie du meine Legung findest oder nicht, man kann, wenn man konstruktive Vorschläge macht, kann man wunderbar mit mir reden. Sind diese Vorschläge oder sind diese Meinungen aber nicht lichtvoll? Und gehen unter die Gürtellinie oder ich fühle mich hier über den Tisch gezogen, verarscht auf gut Deutsch. Wisst ihr, meine Lieben, dann werdet ihr in Zukunft von meinem Kanal geblockiert. Weil ich möchte nicht, dass für die, die hier wirklich konstruktiv an sich arbeiten, dass die von den unlichten Energien, egal ob in Form der Energie oder in Menschengestalt, dass wir hier gestört werden. Und da werde ich als Kanalbesitzer, so möchte ich mich mal betiteln, ja, werde ich dafür sorgen, dass ihr entsorgt werdet. Das gilt, wie gesagt, nicht für meine treuen Fans und für meine treuen Abonnenten oder auch die, die halt nicht abonniert haben, aber trotzdem die Hilfe von mir in Anspruch nehmen. Sondern es geht wirklich nur um die, die hier Stress machen. Und Leute, macht mit mir keinen Stress. Dann habt ihr Stress, das kann ich euch sagen. Das ist hier eine ganz klare Ansage. Ich möchte hier Frieden haben. Ich kann auch, habt ihr im Dezember-Video gesehen, ich kann auch anders. Ja, also was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und ich bin auch ein Mensch, der Dinge sagt, die nicht so toll sind. Aber sie dienen immer zum höchsten Wohle für euch, von mir, um euch weiterzubringen. Und wenn du mit den Legungen in Resonanz gehst und du sagst, boah, das war jetzt mal sehr kraftvoll oder sehr energiereich, ja? Ja, aber das ist in dem Moment auch richtig, okay? Und suche dir bitte immer das raus, was für dich passend ist. Und wenn ich irgendwas sage, ja, was dir nicht gefällt, dann kannst du mich gerne anschreiben und kannst mich gerne fragen und ich werde es euch auch gerne erklären. Aber kommt mir hier nicht blöde, okay? So, also meine Lieben, Gott sei Dank sind ja die meisten von euch doch sehr lichtvoll unterwegs. Und ich muss halt einfach aufpassen, dass der Kanal auch lichtvoll bleibt. Ganz einfach. Wo wollt ihr denn hinreisen? Habt ihr vor, eine Reise zu machen, meine lieben Schützen? Ihr seid dabei, das Navi einzustellen? Weiß ich von irgendwas nicht. Bei den Zahlen gerade? Hallo, hallo? Ich weiß, wo ihr hinreisen wollt. Schon wieder eine Liebeslegung. Ist die dritte Liebeslegung. Und jetzt sagt ihr, du legst doch keine Liebeslegung. Nee, eigentlich lege ich keine Liebeslegung. Aber wenn die Liebe hier ganz präsent auf meinem Tisch liegt, dann tue ich das natürlich. Ach, das ist ja toll. Der Garten und das Tor. Ich sag doch, es geht um die Liebe. Hier, guckt mal. Ladies. Ja, da haben einige Schütze-Ladies einen Verehrer oder einen Partner. Und ihr wollt eine Reise machen?
ihr plant das. Engel der Liebe, guck mal, guck mal, guck mal. Und der Garten und das Tor. Ja, auf was wartet ihr denn? Dass die Zahlen wieder runtergehen und ihr dann fahren könnt? Oder ist euer Partner da, wo ihr nicht hinreisen dürft oder könnt und dann die Rückreise eventuell schwierig wird? Ja, ist ja irre. Also auf jeden Fall macht ihr hier, plant ihr hier eine Reise, eine Liebesreise und ihr seid hier noch so ein bisschen abwartend. Ja? Ach, es ist romantisch. Toll. Okay, lasst uns mal schauen. Um was geht's? Okay. Okay, okay, okay. Eine Karte hätte ich noch für die Schützen, bitte. Anders. Ich fange anders an. Zwei der Schwerter. Momentan ist es so, dass ihr würdet gerne los, aber ihr wisst noch nicht das Ziel, so wirklich. Also wenn ihr jetzt jemanden habt und ihr wollt mit jemandem verreisen, dann wisst ihr noch nicht, wo wollen wir denn hin verreisen. Wenn du jemanden hast und du bist aber momentan aktuell getrennt von ihm, weil er da wohnt und du da, dann weißt du noch nicht, wann geht es denn wirklich los. So. Hier haben wir Unehrlichkeiten. Ja, Lug und Trug. Das kann das Außen sein, dass du sagst, du traust dem Ganzen nicht und du bist hier angehalten. Stimmt es wirklich, was da draußen gesagt wird oder nicht? Und du bist hier wirklich angehalten, die Entscheidung zu treffen. Fährst du hier oder fährst du hier nicht? Höre auf dein Herz. Was sagt dein Herz dir? Wir sind alle mit dem Herzchakra, mit unserer inneren Mitte, sind wir alle verbunden. Wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn du nicht weißt, wie du reagieren sollst, weil du hier zu sehr am Außen bist, ja, und du sagst, oh, es ist belastend für mich, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, wie ich handeln soll, dann höre auf dein Herz, geh in deine Mitte, horch in dich hinein und entscheide dann, ja. Aber entscheide nicht jetzt und gleich und sofort, denn mit 7 der Münzen schaust du dir die Situation an, du reflektierst, was habe ich bis jetzt mit meinem Gegenüber erlebt, was ist uns wichtig, um was geht es, was wollen wir riskieren, was wollen wir nicht riskieren. Du wägst hier ab, du guckst dir das an, bis wohin sind wir bis jetzt gekommen, ja? Und da machst du dir ganz klare Gedanken. Und du hast hier die Qual der Wahl, ja, mit 7 der Kelchen. Ja, was mache ich jetzt? Geht es jetzt dahin, dahin oder dahin? Fahren wir dann oder dann? Fahre ich dahin oder dahin? Wann geht es los? Das ist alles noch in der Schwebe. Ihr möchtet gerne, aber im Moment ist auf allen Ebenen, egal in welchem Bereich, noch eine Stagnation. Okay? So, dann gucken wir uns das mal an. 7 der Schwerter. Ja, diese Situation im Außen, die belastet euch extrem, weil ihr entweder eure Reise nicht angehen könnt, ihr könnt die Zweisamkeit nicht leben, die ihr gerne leben wolltet. Und der positive Aspekt hier an 10 der Schwerter ist, dass letztendlich danach ein Neuanfang kommt. Danach kommt diese Entscheidung, die man trifft, die euch sozusagen dann die Erlösung bringt, okay? Also habe hier einfach noch ein bisschen, einfach ist gut gesagt, ja, ist aber so, habe hier einfach ein bisschen Geduld. Wir gucken mal, 2 der Münzen, genau. Ja, deswegen darfst du noch ein bisschen Geduld haben, weil die Situation, also die Zeit ist noch nicht dafür. Du darfst noch ein bisschen Geduld haben, weil du gehst erst durch dieses Tor, um dann einen neuen Zyklus zu beginnen.
Du hast in dem alten Zyklus noch etwas zu erledigen. Und solange du das Alte, was du zu erledigen hast, nicht erledigt hast, wirst du dich noch etwas gedulden müssen. Weil, wie sehr höre ich gerade, Gott sitzt am Ruder. Und es ist ja letztendlich keine Energie, die ihr nicht kennt, liebe Schützen. Dieses Agieren, Schalten und Walten und wann es losgeht bei euch, da lasst ihr euch ja öfter mal Zeit, ne? Ja, so, 7 der Münzen. Um was geht es hier bei 7 der Münzen? Ah, ja, der Rückblick. Was habe ich vorhin gesagt? Was habt ihr bis jetzt gelebt? Was habt ihr bis jetzt erfahren? Um was ging es bei euch bis jetzt in eurer Beziehung? Ja, egal ob Fernbeziehung oder Liebesbeziehung, wo man zusammenlebt oder wie auch immer. Ja, die Liebenden, ihr reflektiert hier, ohne dass ich die Karte vorher gezogen habe, meine Lieben. Habe ich das gesagt, ne? Könnt ihr euch erinnern, wenn ich spult nochmal zurück. Ich habe gesagt, ihr reflektiert hier. Was hast du bis jetzt in der Liebe erlebt mit deinem Gegenüber? Normalerweise ist es hier die Münzkarte, das heißt, 7 der Münzen, du guckst, was du finanziell alles bis jetzt geschafft hast. Aber wir haben hier eine Liebeslegung. Und auf die Liebeslegung reflektierst du, was du hier mit deinem Gegenüber bis jetzt alles gelebt hast, geschafft hast, was du gerne machen möchtest, beziehungsweise was du noch erleben möchtest. Und darum geht es letztendlich hier. Also wenn es kurzum, wenn es nach euch geht, dann würdet ihr am liebsten ab in den Karawan oder ab ins Flugzeug, das Nötigste einpacken und dann zack, weg. So ist die Kurzfassung von der Liebeslegung hier. So, 7 der Kelche. Die Qual der Wahl. Um was geht es denn hier? Die Qual der Wahl. Halt. So. Die Qual der Wahl mit Page der Kelche. Da kommt dein Gegenüber auf dich zu und wird dir lösungsorientiert, wenn du es nicht bist. Ich sehe es aber nicht, dass du es bist, sondern dass es dein Gegenüber ist. Er kommt lösungsorientiert auf dich zu, mit liebevollen Botschaften. Schatz, was hältst du davon, wenn wir das so und so machen? Oder lass uns das doch so und so machen. Du bist hier sehr verkopft und überlegst, wie kann ich was machen, wie kann das umgesetzt werden. Und dein Gegenüber kommt und sagt, Bäm, lass uns das so machen. Ja, also ihr seid schon echt ein cooles Team. Ja? Wenn du eher geistig abwesend bist, dann kommt dein Gegenüber auf dich zu und sagt, so, ich habe da mal eine Idee. Ja? Warum? Weil hier, guck mal, der Hierophant, es ist ein Mensch, der sehr wissend ist, spirituell. Also ihr passt da sehr gut zusammen. Ja? Er hat das Herz am rechten Fleck und er ist wissend. Und das ist das, was dir gut tut, weil du letztendlich genau diese Art als Faszination von deinem Gegenüber siehst. Woher weiß ich das? Weil sie es mir sagen, sie spiegeln es mir gerade. Ja? Also geh ins Vertrauen. Es kommt alles zur rechten Zeit, definitiv. Ich möchte jetzt gerne nochmal, weil das hier wieder eine Liebeslegung ist, möchte ich gerne die Engel der Liebe mit ins Boot nehmen. Wow. Also hier gibt es eine Erhöhung in eurer Beziehung. Verlobung ist immer, wenn ihr jetzt, sag ich mal, nur so zusammen seid, dann könnte das sein, dass ihr euch entweder verlobt oder dass ihr mehr zusammenwachst. Ja, also dass ihr sozusagen die nächste Stufe des Zusammenseins gemeinsam leben werdet. Okay? Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ja? Sehr, sehr schön. Na, endlich geht's mal bei euch voran. Was könnt ihr jetzt noch in dieser Situation tun? Moment. Ich gebe euch noch ein Krafttier. Welches Krafttier ist bei meinen Schützekindern mit an Bord? Habt ihr das gesehen? Es ist geflogen, euer Krafttier. Ja, das Schwein. Niedlich. Benutze deinen Verstand mit Bedacht. Also, deswegen, wo habe ich es, wo habe ich es, wo habe ich es? Genau, deswegen bist du hier noch ein bisschen überlegend. Ja, deswegen entscheide dich bitte mit Bedacht. Welchen Weg willst du gehen? Ja. Du hast die Qual der Wahl.
Ja, also es drängt dich niemand. Du musst nicht jetzt eine Entscheidung treffen, sondern du darfst mit Bedacht eine Entscheidung treffen. Überlege genau, was du möchtest. Und wir fragen jetzt noch mal die Engel. Was haben die euch hier noch mit auf den Weg zu geben? Um was geht es hier? Boah, krass. Ich höre euch schon feiern, meine lieben Schützen. Sieg ist die höchste Superkarte, die es hier überhaupt in diesem Kartendeck gibt. Ja, toll. Erzengel Sandalphon, deine Gebete wurden gehört und werden beantwortet. Lass nicht nach in deinem Vertrauen. Was habe ich gesagt? Vertraue. Ja? Es steht alles unter einem guten Stern. Wie gesagt, egal ob Fernbeziehung, heimliche Beziehung oder was auch immer, oder du bist in der Trennung und hast jemanden neu kennengelernt, whatever, und musst das Alte erst abschließen und deswegen stagniert es bei dir noch. Du wirst wissen, um was es geht. Aber hier der Sieg. Super. Bleib bitte im Vertrauen und alles wird gut, okay? Und denk dran, Gott sitzt am Ruder. Die Karte habe ich nicht hier, aber ich weiß es. Warum? Weil er es mir zeigt. Okay? In diesem Sinne, Licht und Liebe, macht's gut. Ciao, eure Katrin.